Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen und herzlich willkommen zur AIM BIKO, der Bildungskonferenz der Akademie für innovative Bildung und Management hier in Heilbronn in Kooperation mit dem Zentrum für Schulqualität und Lehrbildung, kurz ZSL. Schön, dass Sie alle da sind. Hallo. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt die besten Wörter für Charade sind oder für Scrabble, auf jeden Fall. Mein Name ist Ralf Kaspers, die meisten kennen mich wahrscheinlich unter Ralf. Ich bin seit gut einem Vierteljahrhundert im Bereich der außerschulischen Bildung tätig. Wobei, wie mache ich was vor? Nein, ich mache Fernsehen. Ich mache im Grunde das, was alle ihre Kinder lieber machen, als bei ihnen zu sitzen wahrscheinlich. Aber das heißt ja nichts. Ich freue mich total, okay, hier zu sein. Wir haben ja im Grunde das gleiche Ziel und das ist das Schöne. Ja, und ich bin Anna Weiland im Kommunikationsbereich der AIM tätig und beschäftige mich jeden Tag damit, wie man gute Bildung machen kann und ja, wie man Kinder fürs Lernen begeistern kann. Und wir freuen uns total, dass wir beide Sie heute hier so durch den Tag begleiten können, auf dem BIKO-Tag. Und deshalb heißen wir Sie ganz herzlich willkommen hier in der Aula vom Bildungscampus in Heilbronn, der Dieter-Schwarz-Stiftung. Das wird ein vollgepackter Tag werden. Ja. Wir haben viel vorbereitet. Auf jeden Fall. Und also ich lese es immer wieder, Sie denke ich auch, um das Bildungssystem in Deutschland steht es ja, wie soll man sagen, nicht gut, miserabel. Katastrophal. Hört man so, ja. Ja, liest man immer wieder und gerade in den letzten Wochen gingen immer wieder Empfehlungen und auch Appelle verschiedenster Akteure an die Bildungspolitik, ja, die eben Lösungswege aus dem Bildungsdesaster, so hat es zum Beispiel die Wirtschaftswoche neulich getitelt, aufzeigen sollen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also mir geht es so, wie es dir geht, lieber Ralf. Ich habe den Überblick über das, was alles schiefläuft und was man tun könnte, verloren. Ja, das ja. Es gibt auch tolle Beispiele. Es gibt schlimme Beispiele. Also ich meine, ich komme aus Köln. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. In Köln, wenn dein Kind auf die weiterführende Schule gehen möchte, muss es sich ein Los kaufen. So, also ganz platt gesagt. Und das ist irgendwie keine tolle Erfahrung für die meisten Kinder da. Und was mich natürlich auch echt wurmt, kann ich gar nicht anders sagen. Wenn unsere Kinder eingeschult werden, dann freuen wir uns alle auf den ersten Tag in der Schule und das wird so was ganz Tolles. Und irgendwie schaffen wir es aber, das so hinzukriegen, dass alle drei Kreuze machen, wenn sie endlich die Schule verlassen können. Und das ist irgendwie schade. Und das, finde ich, ist aber so ein Sinnbild für, ja, da muss irgendwie was richtig schief laufen. Und ja, das absolut zu ändern wäre ganz schön. Es ist sehr schade. Wir bewegen uns heute mit dem Thema auf politischem Terrain, aber die AIM-BIKO möchte parteipolitisch unabhängig sein. Fern der Debatten über Rahmenbedingungen möchten wir heute darauf schauen, worauf es sich trotz der Herausforderungen, die wir hier alle im Raum kennen, ja, zu konzentrieren gilt. Was kann jeder hier im Raum, wir mit eingeschlossen, am Ende tun, dass das Bildungssystem besser wird? Und das alles vor dem Hintergrund des OECD-Bildungskompasses. Genitiv. Wobei man auch da sagen muss, auch das ist natürlich so ein Ding, klar, dass die OECD hat da sich was Gutes ausgedacht, aber es ist natürlich auch ein Wirtschaftsverband. Das bedeutet, wie sind da vielleicht deren Ziele und wie sind eigentlich Ziele gesellschaftlich, wie sollte das sein? Das sind alles Sachen, über die man auch sprechen kann. Wichtig ist aber ganz konkret, welche Kompetenzen brauchen junge Menschen, um gut durchs Leben zu kommen? Sind es noch dieselben wie vor 100 Jahren oder sind das andere? Und wie können wir als diejenigen, die dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen gut sind, dafür auch sorgen, dass es den Kindern gut geht und den Jugendlichen, die versuchen, durchs Leben zu kommen und das einigermaßen gut und autark? Das sind so die Fragen, die wir versuchen beantworten zu können. Genau, damit beschäftigen wir uns heute. Freuen Sie sich auf eine Keynote jetzt im Anschluss, dann auf 5 spannende Podiumsrunden hier in der Aula, auf über 30 praxisnahe Workshops, Impulsvorträge, Lesungen im Gebäude der AIM gleich gegenüber. Und ja, schnappen Sie sich Ihren Kugelschreiber, kreuzen Sie sich in Ihrem Programmheft Ihre Programmfavoriten an, damit Sie sich Ihren BIKO-Tag zusammenstellen können. Und sollte ein Programmangebot ausgelastet sein, nehmen Sie uns das bitte nicht
übel, beweisen Sie schon heute Ihre Kompetenz in Flexibilität, switchen Sie um und besuchen Sie einfach ein anderes Programmangebot. Wir sind uns sicher, dass wir für jeden etwas, für jede etwas dabei haben. So, nicht nur Kugelschreiber schnappen, auch ruhig die Geräte. Das ist völlig okay. Wir kontrollieren das nicht. Nein, im Gegenteil. Wir würden uns wünschen, wenn Sie den ganzen Tag auch auf Social Media verfolgen. Es ist auch so, dass es da ein Online-Magazin gibt, Schulmanagement. Da können Sie auch reingucken, falls Sie vielleicht mal Pause haben und nicht wissen, was Sie sonst machen wollen. Und ich glaube, im Nachgang wird es auch viele Videos noch von diesem Tag hier geben. Online. Genau, alle Podiumsrunden sehen Sie nachher in dem YouTube-Kanal der AEM. Und auch so folgen Sie uns auf Twitter, Instagram, kommentieren Sie, stellen Sie Fragen. Wir wollen den Austausch heute genau mit Ihnen. Und ja, dass die IEM BIKO und ihr Vorhaben für großes Interesse gesorgt hat, das zeigt nicht nur der gefüllte Saal, wir freuen uns wahnsinnig, dass Sie alle da sind, sondern auch eine Grußbotschaft, die uns aus Berlin erreichte. Für Sie alle spricht jetzt Frau Bundesministerin für Bildung und Forschung, Frau Bettina Stark-Watzinger. Herzliche Grüße aus Berlin. Wenn ich mir vorstelle, wer gerade bei Ihnen im Saal sitzt, vom Haus der kleinen Forscher bis zur Uni, von der Schulleitung bis zur OECD, alle da. Kompliment, liebe Dieter-Schwarz-Stiftung, genau solche Formate bringen uns voran. Wir brauchen ein großes Miteinander für eine Bildung mit Zukunft. Und genau solche Überschriften, Kompetenzen für heute und morgen, was für ein passender Titel in diesen Wochen. Ob ChatGPT oder Lehrkräftemangel, die Debatten zeigen doch, unsere Bildungslandschaft, sie braucht ein Update. Aber nicht irgendwann, heute, sonst verspielen wir das morgen. Vor allem, wir verspielen das Vertrauen der Bevölkerung. Nach so vielen Debatten über Chancengerechtigkeit in der Bildung müssen wir sie jetzt endlich möglich machen. Der Handlungsdruck, den kennen Sie alle, aus Ihrer täglichen Arbeit, meine Damen und Herren. Und Ihr Konferenzprogramm zeigt, auf wie vielen Feldern Sie an Lösungen arbeiten. Um Sprach- und Lesekompetenzen zu fördern, um die Digitalisierung voranzutreiben, bei Lernenden wie Lehrenden, um die Art, wie wir etwas lernen, an unsere Zeit anzupassen, mit Deeper Learning, Service Learning und noch vielen anderen Konzepten. Und nicht zuletzt, um ganz gezielt die Fähigkeiten zu fördern, die unsere Gesellschaft dringend braucht. Stichwort Fachkräftemangel, Stichwort MINT. Keine Frage. Was die Ziele der Bildungstransformation angeht, da sind wir uns in Deutschland weitgehend einig. Aber wie wir die nötige Schubkraft, das nötige Tempo entwickeln, da ist bisher zu wenig klar. Kommunen, Länder, Bund, diese drei müssen Hand in Hand arbeiten. Und Sie, wir, müssen dabei auf die Kraft der gesamten Bildungslandschaft setzen. Stiftungen, Foren, Vereine und Verbände. Die Teilnehmerliste Ihrer Konferenz ist ja das beste Beispiel. Wie also bringen wir die PS auf die Straße? Mit Zugpferden, Tempomachern. Deswegen liegt mir unser Startchancenprogramm so am Herzen. Es geht dabei um etwa 4000 Schulen in schwierigen Lagen, bundesweit. Bei denen wollen wir zeigen, wie es funktionieren kann. Mit Investitionen in die Infrastruktur, mit schulischer Sozialarbeit, mit einem Chancenbudget, über das die Schulen frei verfügen können. Und die Idee ist natürlich, das Modell ruft Nachahmer auf den Plan. Wenn noch mehr Best Practices da sind, unterschiedliche Blaupausen für Bildungsfortschritt, an denen man sich orientieren kann, Beispiele dafür, was alles machbar ist, wenn wir Ressourcen bündeln. Meine Damen und Herren, Sie merken, ich setze auf Sie, Ihre Netzwerke, Ihr Engagement, Ihr Mittun. Und deswegen von Berlin beste Wünsche nach Heilbronn. Ja, vielen Dank. Jetzt geht's hier aber richtig live und ohne Teams-Konferenz oder Zoom-Schalte oder was auch immer los und weiter. Wir werden jetzt direkt hier mit den Beteiligten sprechen, die das alles auch organisiert haben und die verantwortlich sind. Und zwar bitte ich mit einem großen Applaus auf die Bühne Tatjana Linke. Sie ist Geschäftsführerin der AEM. Ebenso für die Runde bitte ich auf die Bühne Silke Lohmiller, Geschäftsführerin der Dieter-Schwarz-Stiftung.
Und Professor Dr. Thomas Reke-Baudecke, er ist Präsident des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung, kurz ZSL in Baden-Württemberg. Und um die Runde zu vervollständigen, Herr Harry Mergel, Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn. Wir können gerne die Herren in die Mitte nehmen. Schön, fast symmetrisch, sehr gut. Frau Linke, warum gibt es diesen Tag heute? Ja, ich möchte Sie jetzt an dieser Stelle natürlich auch erstmal ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Und ich bin absolut überwältigt von der Resonanz, von Ihrem Interesse an unserer Bildungskonferenz. Das liegt sicher daran, dass wir so viel Prominenz hier gewinnen konnten und vereinen. Aber ich denke, es liegt sicher auch an den Themen, die uns als AIM, als Akademie für innovative Bildung, natürlich auch sehr beschäftigen. Auch wir wollen heute sehr viel lernen, um unsere Programme, unsere Angebote, die Qualifizierungsmaßnahmen für Sie möglichst zukunftssicher zu gestalten. Es ist auch kein Zufall, dass diese Bildungskonferenz jetzt stattfindet. Auch wenn wir es alle nicht mehr hören können, ich möchte doch nochmal an die Corona-Zeit zurückerinnern, in der wir sehr, sehr viel gelernt haben. Über unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Teilnehmerinnen, die Schülerinnen und Schüler. Und bei der Gelegenheit haben wir festgestellt, dass das, was in dem OECD-Lernkompass beschrieben ist, im Grunde genommen schon die Eigenschaften waren, die auch denen geholfen haben, die wirklich gut durch diese Krise gekommen sind. Diejenigen, die ein gutes Selbstkonzept haben, die sich organisieren können, die mit Schwierigkeiten umgehen können, die mit Unsicherheit umgehen können und mit Komplexität, die waren die Gewinner. Und wir haben dann einfach überlegt, dass es auch für Sie interessant sein könnte, sich mit diesem Thema näher zu beschäftigen. Ich habe mich dann entschieden, Herrn Schleicher anzuschreiben, einfach mal so, und war sehr erfreut und sehr überrascht, dass er tatsächlich zugesagt hat. Und die Zusage von Herrn Schleicher hat dann eben letztlich auch dazu geführt, dass wir dieses Format heute so entwickelt haben. Ich wünsche mir, dass wir heute Abend alle nach Hause gehen und mit ganz viel Zuversicht daran glauben und überzeugt sind, dass wir diese großen Schwierigkeiten, von denen wir immer hören, bewältigen können. Frau Lohmüller, warum oder was erhofft sich die Dieter-Schwarz-Stiftung von dem heutigen Tag? Ja, auch nochmal von mir ganz, ganz herzlich willkommen hier auf dem Bildungscampus der Dieter-Schwarz-Stiftung. Und ich war natürlich sehr angetan, begeistert, als die Frau Linke von der Bildungskonferenz berichtet hat und auch, dass sie den Herrn Schleicher gewinnen konnte. Und ich erhoffe mir von der Veranstaltung heute, dass wir, wie ihr auch am Anfang schon gesagt habt, diese negative Stimmung, die wir alle so ein bisschen in uns tragen, dass wir daran ein bisschen arbeiten können und die vielen tollen, positiven Beispiele, von denen wir heute hier hören werden, vielleicht dazu nutzen und uns überlegen, was wir davon denn schnell selbst umsetzen können. Weil wir sind auch so als Stiftung, wir setzen viele, viele Themen schnell um und ich mache das auch bei mir selber, überlege, was kann ich umsetzen. Und ich möchte Sie einfach bitten heute, die Beispiele, die Sie heute sehen, die Sie vielleicht auf Ihren Arbeitsalltag, auf Ihr Tun übertragen können, mitzunehmen und umzusetzen und so einfach unsere Welt ein kleines bisschen besser machen. Herr Reke-Baudecke, das ZSL ist ja auch Kooperationspartner von heute, der heutigen Veranstaltung. Und vielleicht können Sie kurz erklären, warum es wichtig ist, dass wir uns heute mit dem Thema Kompetenzen beschäftigen, vor allem in Verknüpfung mit dem Lernkompass 2030. Ja, das ist wie bei der Sendung mit der kleinen Maus. So klein ist die gar nicht. Ja, so klein ist sie gar nicht. Die ist größer als ein Elefant. Und da geht es ja auch immer um Neugierde und es geht vor allen Dingen darum, sich auf die Stärken zu besinnen, die Kinder haben. Und deswegen, also ganz katastrophal ist mir die Stimmung eigentlich nicht zumute. Wenn Sie sich einmal zurückversetzen, 3 Jahre zurück in diesen Monat März, der heute wieder sehr trübe ist. Was war im März los, 2020? Frau Linke hat es ja angesprochen. Und da ist die Sendung mit der kleinen Maus ja auch nochmal eine Hilfestellung. Denn sie zeigt, was Menschen in der Lage sind zu tun, wenn eine Situation da ist, die gemeinsam gemeistert werden muss. Und sie musste gemeistert werden, rein in den Fernunterricht, wieder zurück in den Präsenzunterricht. Dann gab es die Hybridveranstaltung, die unsere Lehrerinnen und Lehrer und Schulleiterinnen und Schüler gemacht haben. Und wer sich ein bisschen in den Schulen umtut und mal mit den Leuten spricht, mit den Schülerinnen und Schülern, den Lehrerinnen und den Schulleitungen weiß,
welche unglaublichen Kräfte wir an den Schulen haben. Und deswegen ist mir nicht so negativ zumute, weil ich weiß, was unsere Lehrerinnen und Lehrer und Schulleiterinnen und Schüler alles geleistet haben in den letzten 3 Jahren. Und dafür nochmal ein riesiges Dankeschön, ein riesiges Kompliment. Und auf dieser Stärke können wir doch aufbauen, auch die neuen Herausforderungen der digitalen Transformation offensiv zu nutzen. Und bitte nicht immer nur wehklagen, wehklagen, wehklagen. Wir müssen uns auf die Stärken besinnen und mit unseren Stärken werden wir es auch schaffen, Baden-Württemberg, Deutschland insgesamt fit zu machen für die digitale Transformation. Das zum Thema dieser Nummer der Maus. Herr Mergel, alle haben den Weg nach Heilbronn gefunden. Welches Potenzial sehen Sie in dieser Veranstaltung für die Stadt Heilbronn, aber auch darüber hinaus? Na gut, ich habe zunächst die gleichen Erwartungen wie meine Kollegin Agnes Christner oder wie die Besucher dieses Kongresses, dass ich heute Abend gescheiter nach Hause gehe, als ich gekommen bin. Das ist ja nicht schlecht. Da bin ich doch sehr optimistisch. Natürlich hätte ich auch gerne Bestätigung dafür, dass wir als Stadt Heilbronn auf dem richtigen Weg sind. Ich darf erinnern, wir haben 2007 die erste kommunale Bildungsplanung in Süddeutschland verabschiedet, damals mit der Leitfrage, was kann eine Kommune tun, um die Bildungsbiografie ihrer Kinder positiv zu fördern. Ja, spektakuläre Ergebnisse, zum Beispiel in Heilbronn gibt es keine Kindergartengebühren. Sehen Sie, und jetzt wissen Sie, dass heute lauter Leute aus Heilbronn hier sind. Wenn ich das vor Fremden sage, brechen die in Jubel aus, weil sie wissen, was das bedeutet. Aber offensichtlich sind viele Heilbronner hier, die das für selbstverständlich erachten. Weiter spektakuläres Ergebnis: in Baden-Württemberg besuchen etwa 30% der Kinder eine Ganztagesgrundschule. In Heilbronn sind es deutlich über 70%, weil wir der Meinung sind, in der frühen Bildung werden die Grundlagen dafür geschaffen, dass eine Bildungsbiografie funktionieren kann. Und wir haben natürlich auch versucht, sind wir überzeugt, so viel Ressourcen wie möglich an den Lernort Schule, an den Lebensraum Schule zu transferieren. Ob das kulturelle Ressourcen sind, soziale oder auch die Sportvereine, die daran beteiligt werden, eine Schule über den ganzen Tag auch sinnvoll zu gestalten und so zu machen, dass alle Kinder auch ihre Talente dort entfalten können. Also ich glaube, der Weg ist immer noch richtig. Natürlich leiden wir gerade wie viele andere unter dem Fachkräftemangel und das macht mir die größten Sorgen. Alles andere, da bin ich Ihrer Meinung, werden wir schaffen, wenn wir uns auf die Stärken konzentrieren. Ja, vielen Dank für die begrüßenden und netten Worte. Ja, gerne. Schön, dass Sie da sind. Ja, jetzt wissen wir immer noch nicht genau, warum wir uns mit dem OECD-Lernkompass 2030 beschäftigen müssen. Es ist auch ein, ich sag mal so, als ich mir das PDF runtergeladen habe, das ging noch relativ schnell, habe ich es aufgemacht und gesehen, oh, das sind 120 Seiten und auch sehr klein gesetzt. Aber ich bin sehr gut im Querlesen, das heißt, ich habe es überflogen. Ja, mir ging es auch so, ich fand es auch stellenweise, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, abstrakt und ich bin wirklich froh, dass der Autor, Mitverfasser heute selbst da ist und der uns, ja, wie ein Kompass es eben soll, auch Orientierung gibt. Er hat PISA, das Programm für internationale Schülerbewertungen, ins Leben gerufen und wurde schon mehrfach für sein Wirken im Bildungsbereich ausgezeichnet, unter anderem mit dem Theodor-Heuss-Preis für vorbildliches, demokratisches Engagement. Begrüßen Sie mit uns beiden hier für den BIKO-Eröffnungsvortrag OECD-Bildungsdirektor Professor Andreas Schleicher. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und bei aller berechtigten Kritik am Bildungssystem dürfen wir nie vergessen, dass praktisch alles, was wir uns um uns herum heute sehen, das Ergebnis von Bildungsprozessen ist. Ob das jetzt die Kultur ist, unsere Demokratie, unsere Wirtschaft, all das baut auf den früheren Bildungsprozessen. Da sollten wir ja stolz drauf sein. Und genauso sind unsere Kitas, unsere Schulen von heute, unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft von morgen. Und genau da setzt der Bildungskompass auch an. Es geht uns weniger darum, wie bilden wir Menschen für das Jetzt und Hier aus, für die Wirtschaft, wie sie heute gebraucht wird, sondern wie können wir Bildungsprozesse so gestalten, dass sie die
Welt von morgen gestalten, so wie wir sie uns wünschen. Denn eins müssen wir ganz klar sehen, die Bildung der Vergangenheit hat uns auch vor große Baustellen gestellt. Na, auf der einen Seite denken Sie daran, das unendliche Wachstumsimperativ, na, und die endlichen Ressourcen unseres Planeten. Es wird uns heute immer stärker bewusst, dass wir so nicht weiterkommen. Na, wir haben im Grunde die Finanzökonomie von der Realwirtschaft entkoppelt. Na, wir haben im größere Unterschiede zwischen wohlhabenden und ärmeren Schichten der Gesellschaft, zwischen den Ländern, innerhalb der Länder. Das Konzept, das wir für nehmen, um Fortschritt zu messen, Bruttoinlandsprodukt, hat immer weniger zu tun mit dem Wohlbefinden der Menschen. Ne? Was technologisch möglich ist, muss nicht unbedingt den sozialen Bedürfnissen der Menschen entsprechen. Ne? Wie wir uns selber verwalten, ne? Ist das eine. Auf der anderen Seite haben viele Menschen, auch junge Menschen, auch Schüler in der Schule, das Gefühl, dass sie im Grunde immer weniger Einfluss haben auf ihre Zukunft. Ne? Das ist die andere Seite der Welt, die Fragen, die wir in Zukunft beantworten müssen. Und in der Mitte hat uns die Pandemie gezeigt, wie verletzbar unsere Bildungssysteme sind. Ne? Wie ein kleiner Virus kann im Grunde das gesamte Bildungskonzept, unsere ganze Bildungsorganisation durcheinander bringen. Und klar, die Zukunft wird uns immer überraschen. Ne? Wenn wir sehen, der Klimawandel wird zu sehr viel mehr Disruption führen als die Corona-Pandemie, ist völlig klar. Ne? Die künstliche Intelligenz stellt uns vor die Frage, was macht uns zu Menschen? Ne? Wir wissen, wie wir zweitklassige Roboter bilden, Menschen, die immer gut wiedergeben können, was wir ihnen vorher erzählt haben, aber was macht uns zu Menschen in einer Welt, in der die Dinge, die man leicht unterrichten kann, leicht testen kann, in der die eben auch genauso leicht digitalisiert und automatisiert werden können? Das ist die Realität. Und dann gibt es darüber hinaus noch so viele Treiber, die die Zukunft verändern werden. Wir wissen nicht, was morgen passiert. Wir wissen ganz sicher nicht, was im Jahr 2030 passiert. Aber wenn wir besser darin werden, uns vorzustellen, wie verschiedene Zukunftsszenarien aussehen könnten, und uns auch darauf vorbereiten, dann sind wir auch für die Zukunft vorbereitet, die dann letztendlich eintritt. Ne? Also das ist, glaube ich, heute wirklich das Entscheidende, dass wir in der Lage sind, bereit sind, auf verschiedene Zukunftsszenarien zuzugehen, ne? Sie durchzudenken, was haben sie für Konsequenzen und dann eben zu sehen, wie können wir damit leben. Ne? Schauen wir uns noch einmal kurz auf die Bildungswelt, wie wir sie heute sehen. Ich mache das relativ kurz. Ne? Vor 20 Jahren haben wir diese kleinen Geräte in die Hand bekommen. Kurz Zeit später wurde die reale Welt und die virtuelle Welt irgendwo miteinander vermischt und alle waren miteinander im Kontakt. Und das hat natürlich auch fantastische Möglichkeiten geschaffen. Das ist im Grunde heute gar nicht mehr wegzudenken. Niemand kann sich vorstellen, ohne Mobiltelefon zu leben, vielleicht noch nicht mal für eine Stunde. Na, auf der anderen Seite, die Welt der Information hat sich verändert. Ne? Lesekompetenz im Jahr 2000, als wir mit PISA angefangen haben, war ein relativ einfaches Konstrukt. Es ging im Grunde darum, können Menschen im Grunde vorgefertigtes Wissen extrahieren, lineare Texte lesen. Wenn ich eine Frage nicht beantworten konnte, konnte ich sie im Grunde in einer Enzyklopädie nachschlagen und ich konnte der Antwort vertrauen. Ne? Stimmt. Ne? So konnten wir unterrichten, so konnten wir lernen. Ne? Wenn wir heute bei ChatGPT nachschauen oder bei Google, dann kriegen wir 100.000 Antworten auf unsere Frage und niemand sagt uns, was ist richtig oder falsch, was ist wahr oder nicht wahr. Ne? Lesekompetenz ist heute nicht mehr die Extraktion von Wissen, sondern die Konstruktion von Wissen. Ne? Ganz anderes im Grunde, ganz andere Idee. Ne? Wir haben einen Überfluss an Informationen und die Aufmerksamkeit, die Fähigkeit, diesen Kompass zu entwickeln. Ne? Was ist richtig oder falsch, was ist wahr oder nicht wahr. Ne? Mich selber in dieser sich verändernden Welt jeden Tag neu zu positionieren, auch mit Zuversicht, ne? Mit Optimismus. Ne? Davon hängt die Zukunft ab. Ne? Ganz entscheidend, ganz andere Welten. Und wenn wir da mal sehen, also die technologischen Entwicklungen in den letzten 20 Jahren, ne? Im Jahr 2000 war die Technologie für die meisten Menschen im Grunde noch irgendwo im Hintergrund. Heute ist sie im Grunde überwältigend. Und dann die Leistungsergebnisse haben sich in den Schulen kaum verändert. Es gibt einige wenige Länder, wo man sagen kann, also Estland, Polen, Portugal in Europa, viele der asiatischen Länder, die sind immer weitergekommen. Aber im Rest der Welt haben wir relativ viel Stagnation gesehen, auch in Deutschland. Und die Zahl, die man sich vor Augen halten sollte, dass weniger als die Hälfte
der 15-Jährigen in der Lage sind, Fakten von Meinung zu unterscheiden. Wie gesagt, vor 20 Jahren konnten Sie sagen, das war irgendwo ein Luxus, das brauchte man irgendwann mal. Heute brauchen wir das jeden Tag, jede Minute, in jeder Situation. Da sind wir heute, da müssen wir im Grunde besser werden. Und dies ist eine Grafik, die ist vielleicht die überraschendste Grafik oder auch nicht. Aber wir haben in einem neuartigen Assessment mal Dinge wie Kreativität bewertet. Und ich zeige Ihnen hier einige Städte, für die wir vergleichbare Daten haben. Deutschland hat sich bei dieser Studie gar nicht erst beteiligt, aber wenn wir hier sehen, wenn wir... Sie sagen jetzt vielleicht, die Grafik ist falsch rum, ne? Weil wir in allen Städten, für die wir Daten haben, sehen, dass 15-Jährige weniger kreativ sind als 10-Jährige. Ne? Wenn ich Ihnen sagen würde, okay, Ihre Schüler sind schlechter in Mathematik, wenn sie 15 sind, als wenn sie 10 waren, dann würden Sie sofort sagen, irgendwas läuft in unserem Schulsystem wohl falsch. Ne? Aber diese Frage stellen wir uns nicht bei Kreativität, weil es oft nicht sichtbar ist. Wir nehmen das manchmal wahr als Persönlichkeitsmerkmal, nicht als Kompetenz. Ne? Und sicherlich, wenn Sie Psychologen fragen, die haben für das viele Erklärungen. 15-Jährige sind vielleicht sich ihrer selbst mehr bewusst, auch selbstkritischer. Da gibt es viele Faktoren, die sowas erklären, aber ich glaube ganz sicher auch das Bildungssystem. Wir werden ja alle mit einer Unmenge an Kreativität geboren, das ist ja das Schöne. Wenn Sie eine 3-jährige Tochter oder 3-jährigen Sohn haben, die stellen alles in Frage, was sie ihnen erzählen. Die experimentieren mit allem, was irgendwo in den Weg kommt. Ne, und sind immer bereit zu lernen, immer bereit auch wieder umzulernen, wenn sich der Kontext ändert. Ne. Kreativität ist etwas Ureigenes, was wir als Menschen mitbringen. Ne. Aber dann kommen die Kinder in die Schule und wir versuchen, sie kompatibel mit unseren Sichtweisen, Denkweisen zu machen. Wir belohnen sie, wenn sie die Antwort wiedergeben, die wir vorher reinproduziert haben. Wir machen ihnen das Leben oft relativ schwer, wenn sie Antworten geben, die nicht in unsere Schemata passen. Ne. Das ist eine Sache, die uns 10-Jährige und 15-Jährige immer sagen, dass also Konformität, Compliance im Bildungssystem oft belohnt wird. Und da haben wir dieses Ergebnis. Nur im 21. Jahrhundert ist das das Problem. Die entscheidende Kompetenz unserer Zeit ist nicht, können wir das Wissen der Vergangenheit reproduzieren, sondern können wir dieses Wissen in Frage stellen, um das neue Wissen von morgen zu schaffen. Gut, da mal kurz zum... Schauen wir mal auf die Welt von morgen. Wo müssen wir hinkommen? Ne? Noch einmal die Digitalisierung, da sind wir erst ganz am Anfang. Ne? Die Digitalisierung ist eine unglaublich demokratisierende Kraft. Ne? Jeder kann sich irgendwo beteiligen, sich einmischen, mitmachen. Ne? Das ist ja wirklich auch das Tolle, ne? Dass jeder irgendwo eine Stimme hat. Auf der einen Seite sehen wir aber auch eine unglaubliche Machtkonzentration, die durch die Digitalisierung entsteht, vor allen Dingen bei den großen Datenstaubsaugern, die im Grunde unsere Informationen alle haben. Das ist ein unglaubliches Spannungsfeld. Auf der einen Seite ist die Digitalisierung eine Möglichkeit, ne, wenn Sie irgendwo bei Twitter etwas posten, dann kann die ganze Welt Ihnen folgen. Das ist eine unglaubliche Möglichkeit, des Einzelnen seine Stimme zur Geltung zu bringen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch einen Trend zur Homogenisierung. Es wird immer schwerer im Grunde, meine Position im Grunde zu erkennen in einer Welt, die sich um mich herum immer stärker verändert. Ne? Digitalisierung, ne? Und Innovationstreiber. Ne? Die wichtigsten Firmen heute, die entstehen nicht aus einer großen Industrie, sondern aus einer großartigen Idee. Ne? Die haben ihre Produkte meistens, bevor sie das Geld dafür bekommen. Ne? Das ist das, was uns die Digitalisierung heute ermöglicht. Ne? Aber auf der anderen Seite werden wir leicht zu Sklaven von Algorithmen, die wir nicht mehr verstehen. Ne? Das ist die andere Seite, die Kehrseite, und ganz genau darum geht es bei dem Lernkompass. Wie können wir uns in dieser Welt positionieren? Ne? Wir haben mal bei Erwachsenen diese digitale Navigationskompetenz versucht zu messen. Und da sehen Sie hier die Ergebnisse von älteren Bevölkerungsschichten, ne? 55- bis 65-Jährigen. Und da sieht man so, einer von 10, ne? Manchmal einer von 5 Erwachsenen, älteren, kann sich in der digitalen Welt von heute im Grunde relativ gut behaupten. Und das geht gar nicht um morgen, das ist die Welt von heute. Und dann sagen Sie, okay, das Problem haben wir ja bei den jungen Menschen alles gelöst, die Digital Natives, die wachsen mit dieser digitalen Welt auf, aber das heißt eben nicht, dass sie für die digitale Welt auch automatisch vorbereitet sind. Wenn wir das mal testen bei den Jüngeren, die ins Berufsleben streben, da kann man sagen, ja, das sind vielleicht die Hälfte dieser jungen Menschen, die in dieser Welt von heute relativ gut navigieren können.
Aber es gibt einen großen Teil auch junger Menschen, die da schon nicht mehr mitkommen. Digitale Problemlösungskompetenz. Wir sehen auch im Grunde riesige Unterschiede. Ein Land wie Singapur war vor zwei Generationen am unteren Ende des Spektrums. Sie sehen, der Balken ist da relativ kurz. Heute sind die kurz hinter Finnland und Schweden bei den digitalen Kompetenzen der jungen Menschen. Einige Bildungssysteme haben das geschafft, im Grunde dort dynamisch weiterzukommen. Anderen fällt das deutlich schwerer. Ne? Wir sehen auch, dass diese Kompetenzen und das Risiko der Automatisierung sehr eng miteinander zusammenhängen. Wir denken heute alle immer so, die Technologie, die klaut uns die Jobs und so weiter. Aber das ist nur dort der Fall, wo die Menschen für diese Berufe im Grunde nicht ausreichend kompetent sind. Sie sehen eine ganz gerade im Grunde Linie da durchgehen. Die Länder, die am wenigsten vorbereitet sind, stehen vor den größten Risiken der Automatisierung. So wird sich auch die Ungleichheit in der Welt tendenziell durch die Digitalisierung weiter verstärken. Auf der anderen Seite, wenn Sie die 15-Jährigen heute mal fragen, was wollt ihr in eurem Leben einfach machen? Diese Frage stellen wir im PISA-Vergleich immer. Dann sehen Sie hier, es gibt wenige Länder, wo der Anteil 15-Jähriger, die ihren Job in der Vergangenheit sehen, also auf Jobs zugehen, die heute von einem großen Automatisierungsrisiko betroffen sind, als in Deutschland. 40% der 15-Jährigen stellen sich für ihren eigenen Beruf etwas vor, wo wir heute mit Sicherheit sagen können, dass es diesen Beruf, wenn sie fertig sind, nicht mehr geben wird. Und das zeigt eben, wir bilden junge Menschen oft für unsere Vergangenheit aus, nicht für ihre Zukunft. Wir geben diesen jungen Menschen nicht die Zukunftsperspektiven, die Einstellung, die Ideen, die sie heute brauchen, sondern oft Ideen der Vergangenheit. Auf der anderen Seite sehen wir, dass digitale Jobs auch die Jobs der Zukunft sind, die im Grunde Menschen noch viel besser für ihre Kompetenz belohnen. Menschen, die dort umgehen können, die sich digital einbringen, sind dort vor einem großen Vorteil. Was auch spannend ist, dass die digitale Welt die Welt des lebenslangen Lernens ist. Wir sehen, wenn Sie in einem Job arbeiten, der sehr viel mit Digitalisierung zu tun hat, dann sind Sie eher in der Lage, eher bereit, von Ihren Mitarbeitern zu lernen, auch on-the-job-learning. All diese Dinge passieren so viel öfter bei denen, die im Grunde heute sich in der digitalen Welt bewegen. Die digitale Welt ist die Welt des lebensbegleitenden Lernens. Einige betrachten das als ein Wettrennen zwischen Bildung und Technologie. Vor der großen industriellen Revolution haben weder Bildung noch Technologie wesentlichen Einfluss auf das Leben der Mehrheit der Menschen gehabt. Aber dann kam die industrielle Revolution. Und was die gemacht hat, ist, die hat die Technologie vor die Kompetenzen der Menschen gestellt. Und das hat für wenige einen großen Vorteil gebracht, aber für die meisten unendliches Leid geschaffen. Damals hatten wir keinerlei Sozialsysteme, die Menschen waren nicht abgesichert, die waren nicht vorbereitet für diese Welt, die plötzlich entstanden ist. Glücklicherweise hat uns die industrielle Revolution sehr viel Zeit gelassen, uns anzupassen. Das ist ein großer Unterschied zu der Welt, in der wir heute leben. Wir konnten im Grunde die Schulen entwickeln, die Universitäten, Kitas und so weiter und die Menschen kompatibel machen mit den Ideen der industriellen Revolution. Und das hat zu unglaublichem Wohlstand geführt. Aber heute sehen wir die digitale Revolution, die zu der gleichen Entwicklung geführt hat. ChatGPT, all diese Entwicklungen sind heute in vielen Bereichen den Menschen überlegen. Und die Frage ist im Grunde, wie können wir diese Gleichung wieder umdrehen? Und das ist die Idee des Lernkompasses, wie können wir im Grunde Menschen im Grunde weiterbringen als die Fähigkeiten der Technologie. Wie können wir uns darauf konzentrieren, wo Menschen wirklich gut sind und eben nicht zweitklassige Roboter. Gut, schauen wir da mal drauf. Wenn wir einmal hinschauen, was kann die künstliche Intelligenz, was können die Menschen? Wir haben Dinge wie den PISA-Test oder auch unseren Test für Erwachsenenbildung auch mal Computern mit künstlicher Intelligenz gegeben. Und dann sehen wir, Dialogfähigkeit der digitalen Systeme ist noch nicht so toll. Das wissen Sie auch alle, wenn Sie irgendwo an der Telefonleitung hängen, das funktioniert nicht so richtig. Computer können noch nicht so 2-3 Schritte vorausdenken, die digitale Intelligenz. Aber wenn es darum geht, Fragen zu beantworten, ChatGPT ist ungefähr genauso gut wie wir alle. Das muss man heute sagen, wenn es darum geht, im Grunde einfach, man kann sagen, okay, das gibt einen gewissen Bias bei solchen Systemen, weil die eben auch nur bestimmte Informationen abgreifen können, aber das gilt ja für uns genauso. Wahrscheinlich ist unser Radius dessen, was wir wissen, noch sehr viel enger.
Und wenn es darum geht, einfach Informationen zu verarbeiten, da kommen wir schon lange nicht mehr mit, ne, was die Technologie dort kann. So sind wir gegenwärtig positioniert. Aber lassen Sie mich noch mal eingehen auf den Test zur Erwachsenenbildung. Na, das ist also das OECD-Mittel der Leistung der Erwachsenen, Level 1, das sind so ganz einfache Aufgaben, das kriegt irgendwo jeder hin, fast jeder, muss man sagen. Es gibt auch in Deutschland viele Leute, die einfachste Aufgaben der Lesekompetenz nicht bewältigen können, aber bei den meisten ist das so in Ordnung. Und dann bei Level 4, das sind so relativ komplexe Aufgaben, da muss ich verschiedene Texte miteinander verknüpfen, eben auch Richtiges von Falschen unterscheiden und so weiter. Das ist eine relativ kleine Minderheit, ne? 2016 haben wir zum ersten Mal uns gefragt, wenn wir diesen Test den Computern geben, wie gut sind die? Und da sieht man, praktisch genauso gut, bei komplexen Aufgaben sogar besser als die Menschen. Und das haben wir jetzt 2021 nochmal gemacht. Und da sehen wir die rasante Entwicklung der Technologie, ne, während bei den Menschen relativ wenig passiert ist. Ne. Gerade auch dieses Upskilling, Reskilling, von dem wir jeden Tag reden. Ne. Wie lernen Menschen weiter? Lebensbegleitendes Lernen. Das ist eben meistens noch Theorie, nicht Wirklichkeit. Eine rasante Entwicklung der Technologie und da ist die große Gefahr wieder, dass wir da nicht mitkommen. Ne? Und die treibenden Kräfte dahinter sind nicht schwer zu verstehen. Ne? Kognitive Routinefähigkeiten verlieren wir in unserer Gesellschaft. Nochmal, die Dinge, die Sie leicht unterrichten können, die Sie leicht testen können, die sind immer weniger wert. Ne? Weil da Computer immer besser werden, ne? Technologie intensive Aufgaben gewinnen an Bedeutung, sie packen das beides zusammen, ist die Zukunft der Arbeit. Noch einmal, niemand weiß, ob die Technologie mehr Jobs zerstören wird, als sie schaffen wird oder umgekehrt. Ne? Das ist auch nicht die relevante Frage. Die Frage der Zukunft ist im Grunde, wo ist die Richtung? Und das ist im Grunde hier relativ gut abzuschätzen. Ne? Deswegen, die Firmen, die heute erfolgreich sind, ne, sind alles Firmen, die mit Wissen arbeiten. Wissen können Sie unendlich teilen, da können Sie unendlich mit Geld mit verdienen. Ne? Das sind die Firmen, die großes Wachstum sehen. Wenn Sie die traditionellen Fortune 500 Companies anschauen, die existieren zwar noch, aber die bewegen sich im Grunde seitwärts. Ne? Die Zukunft in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft liegt ganz sicher bei diesen Firmen. Ne? Innovation, ne? Fast ein exponentieller Anstieg. Ne? Gerade in asiatischen Ländern, unglaublich viele Ideen werden dort eingebracht, umgesetzt. Ne? Das ist das, was unsere Gesellschaft weiterbringt, ne? Wer Ideen hat. Deswegen noch einmal, Kreativität ist die entscheidende Ressource dafür. Ne? Unser Arbeitsmarkt wird immer stärker polarisiert. Ne? Die Menschen, die gut vorbereitet sind, hatten nie so gute Chancen, wie sie die heute haben. Und das galt trotz Finanzkrise, trotz Corona-Krise. Ne? Wenn Menschen, die auf diese neue Welt nicht vorbereitet sind, vor immer größeren Risiken stehen. Ne? Dem entgegenzuwirken wird immer, immer schwerer. Ne? Wir haben viele Instrumente, um mit den Folgen von Chancenungerechtigkeit umzugehen. Ne? Wir können Steuern erheben, das Geld von den Reichen, den Armen geben und so weiter. Aber das Einzige, wo wir die Ursachen dieser Entwicklung entgegenwirken können, ist frühe Bildung. Ne? Da werden die Grundlagen für die Chancengerechtigkeit gelegt. Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, wird diese Polarisierung, die ja nicht nur wirtschaftlicher Art ist. Es geht ja genauso um kulturelle, um politische Polarisierung, die alle miteinander verknüpft sind, ne? Wenn wir das nicht in den Griff bekommen. Ne? Wir arbeiten immer weniger, ne? Diese Grafik glaubt mir keiner, aber das ist, was unsere Zahlen zeigen. Ne? Der Schwerpunkt verlagert sich von Arbeit in andere Tätigkeiten, bereitet unsere Bildungslandschaft uns auf dieses Leben außerhalb einer strukturierten Arbeitswelt ausreichend vor. Ne? Aber auch das ist eine Frage, mit der wir uns immer intensiver befassen müssen. Auch da setzt der Lernkompass an, das Konzept der Selbstwirksamkeit. Ne? Kann ich meine kognitiven, sozialen, emotionalen Ressourcen mobilisieren, um Dinge zu tun? Auch Dinge, die jetzt nicht von außen durch Strukturen der Arbeitswelt vorgegeben werden. Ne? Das ist eine wichtige Frage. Und dann noch einmal, das Wissen in der Welt wird heute von uns allen gemacht. Wir sind alle unsere Autoren. Wir verlassen uns nicht mehr nur auf wenige Menschen, die dieses Wissen für uns bereitstellen. Und dann sehen Sie sehr deutlich, wenn Sie das mit den PISA-Ergebnissen vergleichen noch einmal, wir haben in Deutschland etwa ein Drittel der 15-Jährigen, die sich in dieser digitalen Welt gut bewegen können, die Fakten von Meinungen unterscheiden können, verschiedene Texte integrieren können und so weiter. Für einen Großteil der jungen Menschen ist das eine schwierige Aufgabe. Ne? Noch einmal, mit dem Mobiltelefon umzugehen oder mit dem Tablet umzugehen, heißt eben nicht,
vorbereitet sein für diese Welt, wo ich mich selber positionieren muss. Ne? Gut, und jetzt schauen wir auf die Bildung von morgen. Ne? Ich zeige Ihnen mal eine Grafik. Ne, wenn Sie die Leute fragen, was sind die Jobs, die heute viel Geld bringen? Ne? Das sehen Sie auf der horizontalen Achse. Und auf der vertikalen Achse sehen Sie den Anteil junger Menschen, die in diese Jobs streben. Ne? Technologie, Ingenieurwissenschaften, ne? Die Zukunftsjobs, ne? Sagen wir dazu. Ne? Auf der anderen Seite, wenn Sie auf Kunst schauen, nicht so tolle Aussichten. Ne? Wer Künstler wird, hat das heute schwerer. Ne? Und jetzt sagen Sie Ihren Kindern, okay, dann studiert mal Ingenieurwissenschaften. Ne? Aber das ist eine Sicht des 20. Jahrhunderts, nicht des 21. Jahrhunderts. Und ich zeige Ihnen, warum. Wenn Sie nämlich die Menschen, die in den innovativsten Jobs heute arbeiten, fragen, wie seid ihr eigentlich in diese Jobs gekommen? Ne? An erster Stelle steht die Technologie, ist klar, das ist ein Großteil der Innovation ist heute technologische Innovation. Aber an zweiter Stelle stehen die künstlerischen Fächer. Ne? Das sind eben oft die Fächer, und das zeigen auch unsere Analysen sehr klar, die mit Kreativität und Innovationsfähigkeit sehr eng verknüpft sind. Das gilt übrigens auch für Mathematik. Da denkt man immer, das ist eine Formel und Gleichung, aber die Menschen, die dort gut sind, sind meistens auch kreativer, innovativer. Also noch einmal, wir müssen die Denkweisen des 20. Jahrhunderts verlassen, uns darauf schauen im Grunde, wo kommt Innovation her, und das ist ganz sicher hier zu sehen. Wenn Sie fragen, wenn Sie die Leute fragen, die jetzt die besten Jobs haben, die innovativsten Jobs, was sind denn die entscheidenden Fähigkeiten, um an euren Job erfolgreich zu sein? Auch da, ne, ich muss neue Ideen schöpfen. Ne? Ich muss auch bereit sein, das Wissen meiner Zeit in Frage zu stellen. Ne? Das sind die Dinge, die an erster Stelle stehen. Ne? Ich muss Autorität ausüben, das ist die letzte Position in dieser Grafik. Ne? Das sind jetzt Einschätzungen von Menschen, aber das zeigt uns im Grunde, dass das, was uns erfolgreich macht, in dem, was die Zukunft schafft, sich sehr stark unterscheidet von Dingen, die wir sonst für selbstverständlich halten. Ne? Genauso müssen wir übergehen von einem Lernen, wo wir die Kinder in die Schule schicken, vielleicht noch auf die Universität oder berufliche Ausbildung und dann in die Arbeitswelt, übergehen zu einem Bildungssystem, wo die frühkindliche Bildung sehr viel größeres Gewicht bekommt. Und ich sage Ihnen warum. Die zentralen Kompetenzen des Lernkompasses sind die, die wir am besten in den ersten Lebensjahren lernen. Dinge wie Kreativität, Empathie, Neugier. Das werden sehr schnell Persönlichkeitseigenschaften, wenn wir 30 sind, aber wenn wir 3 Jahre alt sind, sind das Kompetenzen, die wir genauso entwickeln können wie im späteren Alter, Lesekompetenz und Mathematikfähigkeit, die für das 21. Jahrhundert vielleicht wichtigsten Kompetenzen, da haben wir im Grunde die besten Chancen, wenn die Kinder im Kindergarten sind. Ne? Tertiäre Ausbildung, na, wir unterscheiden immer noch zwischen akademischer Bildung und beruflicher Bildung, das wird sich immer weiter verzahnen. Ne? Gute Plätze der Arbeit sind heute gute Plätze des Lernens, und großartige Universitäten sind heute Universitäten, die auch das Praktische unterrichten. Ich glaube, da werden wir eine immer engere Verzahnung sehen, dass diese praktischen Elemente, die theoretischen Elemente weiter... Und dann na, Arbeit und Lernen wird immer weiter miteinander verknüpft werden. Ja, das ist die Welt von morgen, auf die wir Menschen vorbereiten müssen. Ja, und Firmen werden, wie gesagt, wichtige Umfelder sein, in denen wir weiterlernen, nicht nur für den gegenwärtigen Job, sondern auch für den nächsten Job. Ne? Dafür brauchen wir bessere Standards, auch mehr Anreizsysteme. Eins kann ich sagen, wenn wir in Deutschland nachgefragt haben, wo die Beteiligung am Lernen im Erwachsenenalter sehr gering ist, warum macht ihr das nicht? Dann sagen die Leute nicht, es gibt kein Angebot oder ich habe kein Geld oder keine Zeit. Antwort Nummer eins ist, ich brauche das alles nicht. Für meinen Job reicht das, was ich habe. Es geht übrigens auch im Bereich Fortbildung, Weiterbildung bei den Lehrkräften. Das Bewusstsein im Grunde, dass ich mich heute verändern muss und vorbereitet sein für morgen, ist noch sehr unausgeprägt. Da müssen wir sehr viel mehr dran arbeiten, im Grunde diese Anreize zu schaffen. Wie im Grunde machen wir diese Kompetenzen sichtbar? Wir haben heute noch das Monopol der Bildungsinstitutionen, die sagen, entscheiden, wann sie ihr Abitur kriegen oder wann sie irgendwo ihren Universitätsabschluss kriegen oder beruflichen Abschluss. Die Zukunft wird den Menschen sehr viel mehr Möglichkeiten geben, zu entscheiden,
was ich lerne, wo ich lerne, wann ich lerne, wie ich lerne. Und auch das sichtbar machen in Micro-Credentials oder wie immer Sie das nennen wollen. Sehr viel mehr Gedanken müssen wir uns machen um Menschen, die vielleicht nicht in der Arbeitswelt, in Firmen arbeiten. Wir lernen die Menschen weiter, wir entwickeln sich die Menschen weiter, die Gig-Workers und so weiter. Das sind also die entscheidenden Fragen und das bringt uns zu diesem Lernkompass. Bei dem Lernkompass geht es eben nicht nur um Schule, sondern wirklich um dieses Konzept des Lebens begleiten ins Lernen. Es geht um das Wissen, die Fähigkeiten, die Einstellung, die wir mitbringen, die Werte, die uns Orientierung geben. Deswegen die Idee dieses Kompasses. Es geht nicht darum, was unterrichten wir, sondern wie können wir Menschen im Grunde diesen Kompass mitgeben, wo sie sich selber positionieren können, wo sie selber die Motivation, die Selbstwirksamkeit haben, ihre Lernziele zu setzen, die Ziele zu sehen, auch sich immer wieder jeden Tag im Grunde neu zu orientieren. Dieses Verlernen, dieses Umlernen, das ist heute die entscheidende Voraussetzung. Das Erste, was uns im Grunde immer im Vordergrund steht, vielleicht bei Bildung, ist das Wissen. Natürlich geht es in den Schulen sehr viel, für Bildungseinrichtungen sehr viel um Wissen. Wissen in den Fächern, Wissen auch über die Fächergrenzen hinweg zu denken. Ich glaube, auch das ist heute immer wichtiger. Nicht nur, wie lernen wir in einem Silo eines Fachgebietes, sondern wie können wir verschiedene Fachgebiete miteinander verknüpfen. Deswegen fächerübergreifender Unterricht gewinnt immer mehr an Bedeutung, projektbezogener Unterricht, wo Schüler lernen, Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, zu analysieren. Das nimmt nichts von den Fächern weg, aber das erwartet von jungen Menschen, dass sie Probleme aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehen müssen, auch von den Fachkräften, von den Lehrkräften, die halt immer mehr, immer enger zusammenarbeiten müssen, um solche Projekte gut zu strukturieren. Aber der entscheidende Punkt, ich glaube auch gerade für Deutschland, ist, dass wir sehr viel Gewicht darauf legen, im Grunde, wie können Menschen das Wissen einer Disziplin lernen und zu wenig darauf schauen, wie können sie im Grunde die Strukturen, die Ideen einer Disziplin verstehen. In Deutschland haben die 15-Jährigen relativ gutes Wissen in Physik, Chemie, Biologie. Aber wenn wir Fragen stellen, wo wir von ihnen erwarten, könnt ihr wie ein Naturwissenschaftler denken? Könnt ihr Fragen unterscheiden, die sich naturwissenschaftlich beantworten lassen, von welchen, wo das nicht der Fall ist? Könnt ihr ein Experiment konzipieren, umsetzen? Daran scheitern die Schüler. Und deswegen sind die Leistungen beim PISA-Test auch nicht so besonders gut. Und sie sind sogar schlechter geworden, weil der PISA-Test diesen Bereichen heute mehr Gewicht gibt. Dieses Denken wie ein Naturwissenschaftler. Geschichte. Das ist nicht nur im Grunde die Reproduktion von Städten, von Namen, Fachwissen, sondern kann ich wie ein Historiker denken? Verstehe ich, wie das Narrativ einer Gesellschaft entstanden ist, wie es sich entwickelt hat, weiterentwickelt hat und manchmal in sich zusammenfällt, wenn sich die Umstände verändern? Kann ich wie ein Mathematiker denken? Wir unterrichten Kindern und Schülern, wie sie eine Exponentialfunktion berechnen. Aber die Idee dieser Exponentialfunktion zu verstehen, das fällt meistens unter den Tisch. Und das ist das Entscheidende. Wenn wir da besser wären, hätten wir wahrscheinlich die Pandemie viel besser verstanden. Wir alle sind aufgewachsen in einer linearen Welt. Raum, Zeit sind lineare Konstrukte. Aber mit Exponentialfunktionen tun wir uns schwer. Wir sehen, es tut sich nichts und plötzlich geht das alles ganz schnell. Und das sind eben Dinge, die wir mit unseren natürlichen Sinnen nicht erfassen können, aber die uns die Welt der Mathematik erschließen können, wenn wir sie wirklich verstehen. Also diese Ideen, diese Konzepte zu verstehen, das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt des Lernkompasses, wo wir vielleicht weniger Stoff in viel größerer Tiefe lernen und vermitteln müssen. Das macht natürlich Unterricht sehr viel anspruchsvoller. Aber das sehen wir heute in den leistungsfähigsten Bildungssystemen. Da werden eben nicht 14, 15, 20 Aufgaben in einer Stunde bearbeitet, sondern geht es um eine große Idee. Und diese Idee wird aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Schüler beschäftigen sich mit dieser Idee in verschiedenen im Grunde Arbeitsgruppen und am Ende wird darüber diskutiert. Und das wird dann verinnerlicht. Und weniger Stoff in größerer Tiefe zu vermitteln, ist, glaube ich, hier wirklich das Entscheidende. Also Wissen, das klingt alles so einfach, aber da verlangt die Welt eben heute andere Dinge als die Extraktion und Reproduktion von Wissen. Eine große Frage, die wir hatten Anfang dieser Woche in der Sitzung des PISA Governing Boards,
Frage, wo sich die, auch die Geister scheiden. Ne? Sollen wir den Schülern Zugang zum Internet geben, wenn sie den PISA-Test machen? Ne? Einige sagen, warum sollen wir Dinge testen, die Schüler auch im Grunde leicht finden können? Ne? Wenn sie die Fähigkeit haben, die Ideen zu verstehen, der Fragestellung und dann das Wissen abrufen, ist doch schön. Ne? Andere sagen, okay, da schaffen wir im Grunde große Ungleichheiten und so weiter. Ne? Es gibt Länder, die sind schon so weit gegangen. Vor 2 Jahren hat Israel beim Abitur das so gemacht. Die haben gesagt, alle Schüler können was immer benutzen, was ihnen gerade in den Weg kommt. Ne? Alle Technologien. Es hat übrigens keine besonders großen Unterschiede gemacht. Ne? Bei Schülern aus wohlhabenden Schichten hat das so gut wie keine messbaren Verbesserungen erzielt. Die Schüler, die profitiert haben, waren die Schüler aus sozial ungünstigen Umfeld, weil die sich eben diese Tutoring-Systeme nicht leisten können, wo das Wissen reproduziert wird. Aber so große Unterschiede hat das nicht gemacht. Aber ich glaube, das sind alles Fragen, mit denen wir uns heute befassen, wo es auch im Lernkompass darum geht. Aber genauso wichtig ist, dass uns die Welt nicht mehr allein für das belohnt, was wir wissen. Wie gesagt, Google weiß alles, sondern für das, was wir mit dem Wissen tun können. Können wir unsere kognitiven, sozialen, emotionalen Ressourcen zu mobilisieren. Kognitive Ressourcen, Kreativität, kritisches Denken, weiß jeder. Aber genauso wichtig sind heute soziale, emotionale Kompetenzen. Kann ich mit mir selber leben? Kann ich mit Menschen leben, die anders sind als ich? Kann ich mit diesem Planeten leben? Das sind heute, das sagt Ihnen auch jeder in der Gesellschaft, in der Arbeitswelt, diese Kompetenzen sind heute ebenso entscheidend wie das kognitive Wissen. Wir haben heute auch die Möglichkeiten, diese Kompetenzen sichtbar zu machen. Das OECD-Assessment zu den sozialen, emotionalen Kompetenzen kommt auf fast so gute Reliabilitätswerte wie ein klassischer Schultest in den Fächern. Wir können heute diese Kompetenzen sichtbar machen, wir können diese entwickeln. Wenn Sie so Growth Mindset, da redet jeder drüber, also im Grunde die Einschätzung, der Himmel ist alles, ich kann im Grunde überall meine Grenzen hinauswachsen. Ne? Das sind Konzepte, die können wir heute bewerten, die können wir sichtbar machen und so weiter. Aber das ist, glaube ich, etwas, mit dem wir uns noch viel intensiver beschäftigen müssen, auch im Bildungssystem. Ne? Und dann letztendlich die Einstellung, die ich mitbringe. Ne? Bin ich bereit, weiterzulernen? Bin ich bereit, mein Wissen heute in Frage zu stellen? Ne? Bin ich bereit, mich jeden Tag zu verändern und die Wertesysteme, die dahinter stehen. Wir haben oft so eine Haltung, ja, Werte, das ist etwas, da kann man sich schwer befassen, da wird die Sache kontrovers und so weiter, aber ich glaube, das ist das, was der Inhalt, der Kern eines jeden Lernkompasses heute sein muss. Wie können Menschen im Grunde ihre Wertesysteme entwickeln und auch im Grunde verteidigen? Das ist ja das Problem der digitalen Welt, dass sie uns alles ermöglicht, ne? Alles im Grunde relativ macht. Ne? Und selber Orientierung zu finden, mich selber im Grunde neu zu positionieren. Ne? In der Vergangenheit konnten sie immer ihre Eltern fragen oder ihre Lehrkräfte. Ne? Die Welt hat sich langsam verändert, die wussten im Grunde genau, wie das alles so vor sich geht. Ne? Heute, wenn sie ältere Menschen fragen, wissen sie nie, ob was sie ihnen erzählen jetzt im Grunde zeitloses Wissen ist oder nur vergangenes Bias, den die Menschen mitbringen. Ne? Das brauche ich heute als Mensch, um aufzuwachsen, um mich selber orientieren in diesem im Lernkompass. Ne? Wegkommen von situationsgebundenen Wertesystemen. Ich tue alles, was mir die gegenwärtige Situation erlaubt. Ne? Alles, was ich irgendwie machen kann, ne? Mache ich dann auch zu nachhaltigen Wertesystemen, ne? Die mir auch bewusst machen, das, was ich heute tue, hat Konsequenzen für Menschen an anderen Orten. Darum ging es auch beim letzten PISA-Assessment zu globalen Kompetenzen. Können Menschen diese Zusammenhänge sehen? Wenn ich hier in Heilbronn eine Tasse Kaffee trinke, kann das Auswirkungen haben auf Arbeiter in Brasilien. Diese Zusammenhänge im Grunde zu sehen, zu erkennen, mit Menschen umzugehen, die anders denken als ich, die anders arbeiten als ich. Daraus entstehen Innovationen, aber die digitale Welt noch einmal treibt uns in die entgegengesetzte Richtung. Die bringt uns zusammen mit Menschen, die genauso denken wie wir, die genauso aussehen wie wir, die genauso arbeiten wie wir. Und Kern von Bildung kann sein, im Grunde diese Grenzen zu sprengen, im Grunde zu sehen, dass wir leben und arbeiten mit Menschen, die anders sind als wir. Ne? Das sind also die Ideen dieses Lernkompasses und ich kann Ihnen sagen, in vielen Ländern
wird daran heute gearbeitet. Das ist auch die ermutigende Perspektive, die ich wirklich mitbringen möchte, dass es eben viele Menschen gibt, viele Lehrkräfte, viele Schulen, die an diesen Zukunftskonzepten arbeiten. Die guten Ideen, die werden nicht von oben im Grunde in die Schulen hineinrieseln. Da irgendjemand denkt sich Bildungspläne aus und die werden dann irgendwann in den Schulen landen und dann umgesetzt. Nein, die guten Ideen, die entstehen vor Ort und Bildungssysteme müssen besser werden, diese guten Ideen zu finden, zu fördern und zu vernetzen. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Schleicher, für die ausführlichen Impulse, die Sie uns jetzt mit in den BIKO-Tag geben. Ich glaube, darauf können wir sehr, sehr gut aufbauen, wir alle hier. Es ist etwas schade, Sie können leider nicht bleiben zur Abschlussrunde. Sie müssen einen Zug eher nehmen. Viele andere haben vielleicht auch das Problem, dass hier und da die Züge ausfallen. Wir wünschen Ihnen eine wunderschöne, gute Heimreise. Herzlichen Dank, dass Sie in Heilbronn waren und uns teilhaben lassen.